Claudia, ci vediamo domani. Ciao Francesca. Ja, a domani. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Wie sage ich das auf Italienisch? Gute Frage. Also, jetzt sehen wir den Unterschied zwischen ich freue mich drauf, ich freue mich über etwas. Wie kann man das auf Italienisch übersetzen? Also grundsätzlich starten wir mit ich freue mich auf etwas. Sich freuen auf bezieht sich auf etwas, was passieren wird in der Zukunft. Ja? Zum Beispiel in diesem Dialog mit Claudia. Ich sehe sie morgen, also ich freue mich drauf. In Italienisch sagen wir non vedo l'ora. Kann man nicht wörtlich übersetzen, ja, weil non vedo l'ora ist eigentlich, ich sehe nicht die Stunde, ja. Auf Deutsch haben wir zwei Varianten, ja, wir sagen entweder ich freue mich drauf oder ich kann es nicht erwarten, ja. Auf Italienisch haben wir nur eine Variante und zwar non vedo l'ora. Zum Beispiel, wie sagst du auf Italienisch, ich freue mich auf meinen Urlaub. Non vedo l'ora di andare in vacanza. Okay? Perfetto. Seconda domanda. Ich freue mich über etwas. Das heißt, es ist entweder eine Sache, die schon passiert ist, oder eine gegenwärtige Sache. Zum Beispiel. Ah, ich freue mich über mein neues Auto. Sono felice della mia macchina nuova. Ich bin happy, ja? So. Ich bin glücklich, ja, dass ich ein neues Auto habe. Sono felice della mia nuova macchina. Okay? Non vedo l'ora. Ich freue mich auf etwas. Sono felice. Ich freue mich über etwas. Ciao, ciao!